immer angefangen mit den Luftballons. Die schnelle Zeichnung, das ist die Passion von Gerhard Heinlein. Der Würzburger hat seinen Zeichenstift immer zur Hand und in wenigen Minuten entsteht eine lebendige Skizze. Viele kleine Kunstwerke sollen verkauft oder versteigert werden für ein großes. Das ist die Idee der Saw-Optimisten. Dafür haben sie diese Postkarten verschickt. Gerhard Heinlein zeichnet gleich eine Serie für und von den optimalen Schwestern. Der Spaß am Motiv und das Umzusetzen, das ist eine gewisse Befriedigung, das gebe ich ganz ehrlich zu, das macht mir Spaß. Ein Tag, wenn ich einen Tag gezeichnet habe und habe alles gefühlt, ist einigermaßen gut geworden, das ist ein guter Tag. Oder da über 40 Zeichnungen hat der pensionierte Arzt für die Aktion gestiftet. Hier spielt sie Trompete. Da kann man auch ganz guten Luftballon brauchen, um das Instrument zu halten. Also, das ist der Gerhard Heinlein ist einer von 200 Künstlern und Promis, die das Projekt unterstützen. Alles wird für den Würzburger Kulturspeicher verkauft, die Sahnestückchen sogar versteigert. Dazu zählt die Zeichnung von Schauspielerin Hannelore Hoger. Auch Nilpferddame Amanda von Sebastian Reich kommt unter den Hammer. Alles für das Stillleben der Malerin Dorothea Metzel-Johansen. 14.000 Euro soll es kosten. Es gibt zwei Säulen, wie wir dieses Geld erwirtschaften wollen. Die eine Säule ist der Verkauf der Promikarten und dann die Versteigerung an den Benefizabend. Und dann eben noch über die Eintrittsgelder und dann hoffen wir natürlich auch auf Spenden von außen. Darüber hinaus vertritt das Bild, es ist ein Stillleben, eine Kunstgattung, die wir hier erstaunlicherweise wenig haben. Wir haben viele Porträts, wir haben eine ganze Reihe von Landschaften, aber Stillleben wie das, was wir hier gerne kaufen möchten, haben wir sehr wenig in der eigenen Sammlung. Wünsche erfüllen, das kann das Sams von Paul Maar. Täglich bekommt der Schriftsteller Post, meistens von Kindern. Aber auch für das Anliegen des Kulturspeichers hat er ein offenes Ohr. Ich dachte, ja, diese Institution muss man unterstützen. Also ich habe das Bild eigentlich eher flüchtig betrachtet. Es war nicht so, dass da unbedingt mein Herz dran hing. Aber ich dachte, wenn die das einigermaßen günstig erwerben können und das gerne wollen, gut, dann bin ich dabei. Die Maus des Paul Maar. Am 3. Februar wird sich bei der Versteigerung ihr ganzer Wert zeigen.